aber der Wiener Meistertitel war gleichbedeutend mit dem österreichischen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zählt ein gewisser Max Merkel zu den Stützen der Mannschaft. 1958 wird der Wiener Sportclub erstmals sozusagen echter österreichischer Meister. Und am 8. Oktober empfängt der Sportclub im Praterstadion die italienische Meistermannschaft Juventus Turin zum Europacup-Rückspiel. In Turin hatten die Dornbacher 1:3 verloren. Aber in Wien gelingt dem Sportclub der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Juventus wird 7:0 geschlagen. Und Peppi Hammerl, der schlaksige Stürmer mit der Nummer 10, erlebt eine Sternstunde. Er erzielt 4 Tore. Der berühmte Sturm mit Horak, Knoll, Hof, Hammerl und Skerlan ist an diesem Tag einfach nicht zu halten. Das 7:0 wird nicht nur in der heimischen Presse als Sensation betrachtet. Der Sportclub erreicht schließlich das Europacup-Viertelfinale, scheitert aber dann an Real Madrid. Ein Jahr darauf erringt die
Fuß bei. Aber über Nacht wurde es wieder Licht. Skerlan bombt gegen Juventus Turin einen Freistoßball ein. Der Wiener Sportclub führt gegen den italienischen Meister mit 1:0. Sicher bahnt sich der österreichische Meister den Weg ins Achtelfinale des Europacups. Die Juventus-Abwehr steht ständig unter Druck. Noch ein Treffer. Horak bricht rechts durch, flacher Pass und Tor durch Hammerl. 7:0. Ja, das war ein Spiel. '58 wird Sportclub nach 36 Jahren wieder Meister. Mit einer Mannschaft, die großteils aus jungen, unbekannten Fußballern besteht und später Geschichte schreibt. Am 1. Oktober 1958 empfängt der Wiener Sportclub im Praterstadion die italienische Meistermannschaft Juventus Turin in den gestreiften Leibchen zum Europacup-Rückspiel. In Turin hatten die Dornbacher mit 1:3 verloren und auch in Wien gab man ihnen gegen die Stars wie Charles, Sivori oder Poniperti kaum eine Chance. Die Juventus-Abwehr steht ständig unter Druck. Die Kugel kommt zu Horak. Eine Flanke, Hammerl ist da und drückt ein. 2:0. Wenig später ein begeisterndes Solo von Hammerl. Tor, Tor, Tor. 7-mal dröhnte dieser Ruf über das Stadion. Ein schlagsiger, sensibler Stürmer mit der Nummer 10 erlebt in diesem Spiel seine Sternstunde. Er erzielt 4 Tore. Dazu muss ich Folgendes festhalten, dass also 3 Tore davon also eigentlich Tore waren, die man also nicht so erwähnen muss. Und zwar aus dem Grund, weil also der Urheber eigentlich der Maxl Horak war, der immer wieder gefährlich auf der rechten Flanke durchgebrochen ist. Und ich habe also dann nur die Aufgabe gehabt, seine Flanken bzw. seine Passes zu verwerten. Ich meine, das eine von den 4 Toren, das kann also, ohne überheblich zu sein, behaupten, dass dieses Tor der alleinige Urheber ich war. Und ich habe also an den Tag sicher gespürt, dass ich halt einer derjenigen bin, der so in der Lage ist, das Spiel zu entscheiden. Aber auch andere Spieler wachsen in diesem Wettkampf über sich hinaus. Die Nummer 8 trägt Adi Knoll. Trainer des Sportclubs ist damals Hans Pesser. Vielleicht haben uns dieser Millionenclub Juventus irgendwie unterschätzt. Und wir haben einen sehr guten Tag gehabt. Das ist alles natürlich ist gelungen. Gleich vom Anfang weg, vom Start weg, hat der Hammerl seine Tore gemacht. Und das war wirklich ein wunderbares Spiel und ein denkwürdiges Spiel in den Sportclub. Hier noch eine super Aktion von Pepe Hammerl, der sonst meist im Schatten anderer stand. Ich würde also mich so einstufen, dass ich also glaube, dass er also eine ideale Ergänzung zum Hof war. Ich glaube, das kann aber er nur beurteilen. Ich war also so ein Mittelding zwischen Vollstrecker und aufbauender Spieler. Das 7:0 wird nicht nur in den heimischen Zeitungen als Sensation betrachtet. Nach Juventus wirft der Sportclub auch noch Dukla Prag aus dem Bewerb. Doch der Sieg gegen die Italiener wird in der Sportclub-Chronik besonders vermerkt. Von diesem Erfolg werden noch Generationen sprechen. Wir haben da einen sehr großen Mann gehabt als Trainer, in Herrn Besser. Der war ein ganz ausgezeichneter Mann. Dann die nächste Station war, diese Mannschaft hat sich gefunden. Es waren etliche sehr gute Fußballer in der Mannschaft. Das wäre aber auch noch zu wenig gewesen, sondern durch dass viele zusammen sein. Das heißt, es war damals nicht üblich, dass man immer beim Transfer dauernd Spieler wechselt. Und das kann dann organisch wachsen. Und das ist eigentlich die Stärke von einer Mannschaft. Weil man spricht ja von einer Mannschaft und nicht von einem Einzelsport. Ja, vielleicht bin ich einer, der was irgendwie die Mannschaft mehr motivieren kann. Ich habe sehr viel auf die Taktik gelegt und auf Konditionstraining. Und das haben wir immer gehabt, eine gute Kondition.
und vor jedem Spiel die taktischen Anweisungen gegeben, vor jedem Spiel. Und vielleicht auch die junge Mannschaft, was ich schon erwähnt habe, die was sehr ehrgeizig war und sehr willensstark war. Und das war vielleicht der Ausschlag. Hier war also der Mann, der also vorbildlich uns also mitgerissen hat und in seiner Begeisterung animiert hat. Er war zu dieser Zeit, glaube ich, ein Pionier. Es war damals noch nicht üblich, dass man diese, was heute ja normal ist, diese Spielerbesprechungen, konkrete Aufgaben für jeden Spieler, für jede Formation bis ins Detail. Also das hat er sehr gewissenhaft gemacht. Dann haben wir damals schon trainiert, möchte ich sagen, sehr fortschrittlich. Und dann hat er noch die Gabe gehabt, also das war besonders in der Halbzeit, wenn einmal das Spiel nicht so gelaufen ist, er hat die Mannschaft mitreißen können. Also das war sicher seine Stärke auch. Entscheidungsspiel für die Meisterschaft 1959, Sportclub gegen Vienna auf dem Sportclubplatz. Die Hernalser Mannschaft ist bis jetzt...